Hänsler schnelle Nummer. Heute gibt es ein Chicken One Pot. Auf Deutsch, alles in einem Topf mit Hühnchen. Zuerst brauchen wir Hähnchenkeule. Ich habe jetzt hier vom Maishähnchen. Ihr könnt natürlich auch normales nehmen, kein Problem. Das einfach nur klein schneiden. Mehr ist bisher nicht passiert. Jetzt Topf, Olivenöl, dann das Ganze hochziehen. Und da wird als allererstes eure Hähnchenkeule angebraten. Wichtig ist, jetzt schön anrösten lassen. Viele denken auch jetzt, Hähnchenbrust mag ich eigentlich viel lieber. Ist für sowas aber Keule wesentlich besser, weil viel saftiger. So, wer das Hähnchen brät, schon mal Zwiebel vorbereiten. Geschnitten grob, halbe Spitzpaprika und dann noch ein bisschen Lauch, bzw. Porree. Jetzt hier das Hähnchen kräftig würzen mit unserem Gewürzmix. Ruhig ein bisschen übertreiben. Den Pfeffer hinterher, ordentliche Prise Salz. Kurz den Gewürzmix anrösten, dass er aktiviert wird. Und jetzt hier, zeig mal aufs Brett. Da kommen, oh, scheiße. Tomate und Zitrone. Jetzt haben wir hier und Rosmarin dazu. Jetzt hier alles dazu schmeißen. Ja, sag mal, das haut ja alles ab hier. Scheiß Tomate ist auch schon weg. Zum Glück habe ich ein bisschen mehr geschnitten. Einmal kurz durchschwenken. Jetzt eine Tasse Parboiled-Reis dazu. Das ist wichtig, dass ihr Parboiled-Reis nehmt. Der gart nämlich einen Ticken schneller. Auch nochmal vermengen, das Ganze. Ich sage euch jetzt schon hier. Allein jetzt schon der Geruch. Theoretisch könntet ihr jetzt ein bisschen spielen. Ihr könntet auch sagen, ihr wollt ein bisschen mit Curry arbeiten, ein bisschen Ingwerlastig, noch ein bisschen schärfer werden mit Peperoni. Aber das ist jetzt sozusagen die Basic für diesen One-Pot. Und dazu jetzt Wasser, und zwar die anderthalbfache Menge vom Reis. Also eine Tasse, die dazu. Dann lasst das Ganze jetzt einmal richtig aufkochen und dann circa 20 Minuten simmern lassen. 25 Minuten sind um. Jawohl, das sieht gut aus. Auch geiler Duft und so. Jetzt pass auf, Flocke Butter ran, haben wir lange genug nicht mehr gehabt. So, jetzt gefrorene Erbsen. Jetzt mach den Deckel nochmal drauf und lass es ungefähr nochmal 2 Minuten stehen. Damit die Erbsen auftauen und die Butter jetzt schön zerläuft, dann rühren wir gleich um und dann wird probiert. Checken wir mal die Lage. Ah, guck mal jetzt hier, da ist noch ein Stück Butter. Das rühren wir jetzt noch schön unter. Geil. Und das Ding stellt ihr einfach auf den Tisch. Wenn man will, könnte man noch so ein bisschen Joghurt dazu servieren oder so. Aber muss man, glaube ich, gar nicht. Ich probiere mal. Nachgewürzt. Schauen wir mal. Am Anfang ja relativ knackig reingewürzt ins Gericht. Oh. Das Geile ist halt, dass der ganze Saft vom Gemüse, vom Huhn sozusagen in die Brühe reinläuft. Und wiederum der Reis nimmt die Brühe ja auf. Das ist einfach, wie man in der Kochsprache sagt, eine Fresse voll Geschmack. Und wir haben viel Butter. Einkaufsliste. Oh, geil. Und hier ist unsere Einkaufsliste für Chicken One Pot für 2 Personen. Braucht ihr 2 Tassen Reis, 3 Tassen Wasser, 2 Hühnerkeulen, 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Spitzpaprika, 1 rote Zwiebel, 1/4 Zitrone, 10 Kirschtomaten, 1/2 Schlange Porree, 100 Gramm TK-Erbsen, 2 Zweige Rosmarin, Salz, Pfeffer, Gewürzmix und 1 Flocke Butter ran.